Den öligen Mob. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Oh, keine Zeit für Tränen. Jetzt kommen wir bestimmt zu Argus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Mist. Ich dachte, jetzt kommen wir an dem vorbei, aber irgendwie ja nicht. Nimm. Was können wir, kommen wir an dem vorbei jetzt? Nee, ne? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay. Versuchen wir mal. Vielleicht können wir jetzt ja die Datasette. Ich glaube es zwar nicht. Oder vielleicht können wir uns ja oben als Cletus verkleiden. Aber ich glaube, der würde uns dann doch erkennen, dass wir nicht er sind. Wäre vielleicht ein bisschen auffällig. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Absolute Dunkelheit, damit niemand das bescheuerte Kostüm sieht. Okay, quatschen wir nochmal an. Wir kommen ja unten eh nicht durch. Was haben wir zu verlieren? Hey, Cletus! Ah! Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die wirklich, ja. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat? Ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Mi. So, wir haben das. Warum geht das Menü jetzt auf? Komisch. Na gut. Wir haben das Implantat und wir haben die Verkleidung. Das heißt, wir können da hoffentlich vorbeistratzen. Eieieiei. Was soll das noch werden? Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ja. So, tschüss, lieber Argus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Hm.
Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Nein, nicht wegschmeißen. Jetzt schmeißt er es einfach weg. Mann. Also diese Organizer, die gefallen mir überhaupt nicht, wollte ich nur mal sagen. Huch. Die sind mir irgendwie doch sehr suspekt. Sehr suspekt. Goal. Nein! Nein! Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Bestimmt Riesenratten. So, Hebel, 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 Phosphorlache. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Können wir mit der Taschenlampe vielleicht... Da. Ja. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Können wir noch Rosenkohl mitnehmen? Nee, schade. Na gut, dann auf zur Eingangshalle. Rufus, Rufus, dab, dab, da, dab, da. Es ist Rufus, Rufus, ja, das ist doch klar. So, Taschenlampe auf Teil der Phosphorspur. Hui. Na, die wurde ja weggeschliffen. Das sind ja keine Fußspuren, die wurde ja richtig geschliffen. Heißer Popeiser, bestimmt zum Reaktor. Was bestimmt total gesund ist. Turm? Ich ahne was. Ich sehe da nämlich einen Zaun, der sehr verdächtig aussieht. Yo! Zaunstück. Die Spur verschwindet hinter diesem Zaun. Können wir den aufbrechen oder ist da ein Haken an der Sache? Ha, 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 ha. Ken. Schönes Haken. Genau, was ich brauche, um den Zaun zu öffnen. Von Hand wäre das sicher nicht so einfach gegangen. So, hinter den Turm. Ja, sieht hier auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Da ist ein Gewitter, ein Nadelhaufen. Müssen wir da Heu finden im Nadelhaufen? Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Das sind bestimmt alles gesunde AIDS-Spritzen. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Dann haben wir jetzt also einen Strohhalm. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Das stimmt. Vor allem den letzten Strohhalm. Phosphorspuren. Können wir die nochmal anleuchten, damit wir genau wissen, dass sie zum Gitter führen? Ja. So, Nadelhaufen und sonst gibt es hier nur die Phosphorspur und Gitter. Gitter ganz. Wie kommen wir denn am Gitter vorbei eigentlich? Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Man könnte ja auch mal den Knopf da oben drücken, aber leider... Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Haken... Das war jetzt wirklich sehr kompliziert. Kabelschacht. Das erinnert mich so sehr an Bioshock, dass ich gar keine Worte habe, / Space Quest. Wahl. Ich hatte keine Wahl. Boah, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus.
Das bleibt aber unser kleines Wahlgeheimnis, ja? Hungrig sieht er aus. Wie wär's denn mit leuchtender Phosphorzuckerwatte? Komm, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Okay, sieht hungrig aus, aber wir haben leider nichts für Wale. Da oben kann man nichts machen. Was kann man denn hier machen? Haken. Schon wieder schönes Haken. Das ist ein Avialflansch. Nein, doch. Nein, doch. Können wir da irgendwas machen, Müllberg? Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Herr Herpes. So, wo geht's da eigentlich hin? Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Natürlich, right the whale, aber wie? Müllberghaken. Und wir haben nicht so viel dabei. Komm, Fischi. Puh, ist wohl oft. Komm, Fischi. Nein, ja. Ist wohl ja. Oft. Ja, wissen wir ja. Strohhalm? Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ich dachte, wir können den Wal vielleicht aufblasen und wie mit so einem Heißluftballon dann in die Lüfte, aber naja, das war wohl wieder geträumt. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ich habe gerade eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch eine zweite Sardelle, weil eine Sardelle, ich glaube, die bringt auf jeden Fall mehr als Zuckerwatte. Aber warum sollten wir auch keine kriegen? So, Sardellenautomat. Bitte sag, dass es da noch eine Sardelle gibt. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ja! Oh, ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. So, Sardelle am Spieß und gleich hauen wir wieder ab. Können wir noch eine? Ich hab noch. Okay. So, runter und dann durch und dann durch den Zaun. Na los. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. In den Kabeljau. So, guck mal, Wali. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Wie, er sieht sie nicht? Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Er sieht sie nicht. Er sieht sie einfach nicht. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Was? Das Auge... Keine Chance. Ich werde. Verdammt! Er sieht sie nicht. Wieso sieht er sie nicht? Wie kann man denn den Wal dazu bringen, die Sardelle zu sehen? Können wir vielleicht. Warte mal. Können wir vielleicht nur mal so testweise. Lalalalalala. Können wir vielleicht eine Sardellenzuckerwatte daraus machen? Na? Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Hapu! Ist wohl nichts mehr drin. Ach, natürlich. Ist doch immer wieder das letzte Ding im Automaten. So ein Glück haben wir. Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ich tue den Organons mal den Gefallen und gehe ihnen aus dem Weg. Okay, da kommen wir nicht lang. Können wir vielleicht die Sardelle... Ach, die ist ja sowieso schon tot. Ich wollte die gerade im Reaktorgedönse aussetzen und vielleicht eine kleine Killer-Sardelle daraus machen, aber vielleicht wird sie ja durch den Tümpel wiederbelebt. Durch radioaktive Kräfte. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Das verstehe ich auch nicht, aber geändert hat's nix. Nee.